Moin Leute, VanimeMC da back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte euch gestern darum gebeten, mir in meiner Instagram Story Fragen zum neuen DLC zu stellen und das habt ihr auf jeden Fall zahlreich gemacht. Wir werden die besten Fragen jetzt hier gemeinsam beantworten. Falls du neu bist und das Ganze über die Suchleiste oder die Vorschläge gefunden hast, dann lass gerne ein Abo da, das würde mir extrem weiterhelfen und dann würdest du ab sofort rund um GTA 5 und das DLC wirklich nichts mehr verpassen. Ach, und falls deine Frage im nächsten Video auch mit dabei sein sollte, dann ja, folgt mir doch gerne hier auf Instagram, gta.germany, denn dort poste ich immer eine Story, wenn ich eben so ein Video mache. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal los mit der allerersten Frage. Fangen wir mit der Frage, die halt wirklich mit sehr großem Abstand am häufigsten gestellt wurde, und zwar, ob wir jetzt die neue Insel im Free Room betreten können. Und Freunde, ich kann es euch nicht offiziell sagen, denn es wurde halt noch nicht offiziell bestätigt, soweit ich zumindest weiß. Aber meine Meinung ist, dass es sonst keinen Sinn machen würde. Das heißt, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass wir sie im Free Room besuchen werden können. Also ich schätze mal zu 95% ja. Kommen wir zur nächsten Frage, denn Marius Hahn fragt, was glaubst du, wird das neue U-Boot kosten? Ich hatte mich mal in einem Video irgendwann ziemlich stark verschätzt, ihr habt mich dann darauf hingewiesen, dass es deutlich teurer sein wird, von daher schätze ich mal zwischen 6 und maximal 9 Millionen GTA 5 Dollar. Die nächste Frage ist von Ada und zwar fragt er, wird es besser als alle anderen DLCs? Und ich kann euch eigentlich sagen, ja Freunde, denn es war eben noch nie so in den letzten 7 Jahren GTA 5, dass wir einfach eine komplett neue Insel ins Spiel bekommen haben, und alleine das macht dieses DLC halt ja schon zu etwas extrem Besonderem. Zudem soll es dann noch das Größte sein, also ich denke mal, wir werden noch sehr viele neue Fahrzeuge, sehr coole Businessmöglichkeiten und eben diese krassen neue Insel erwarten. Also ich denke ja, es wird das beste DLC, das wir ja bis jetzt in GTA 5 Online hatten. Dann wurde ich gefragt, was denn das gesamte DLC kostet, wenn wir eben alles kaufen. Das ist eine gute Frage und ich würde mal schätzen, wenn du wirklich alles kaufst, alle neuen Fahrzeuge, alle neuen Häuser, Businessmöglichkeiten, Kleider, was weiß ich, alles komplett neu, dann gehst du Richtung 100 Millionen. Das war zumindest bei den letzten DLCs so, habe ich gehört. Aber wer kauft sich schon wirklich alles? Ich meine, es gibt Leute, die kaufen sich viele Sachen, okay, aber wirklich jede einzelne Sache, das, glaube ich, wird sich keiner kaufen. Aber Freunde, ich mache genau zu diesem Thema, was eben das DLC kosten wird, nochmal ein eigenes Video. Denn da gibt es natürlich verschiedene Typen. Wenn du sagst, du kaufst nur 2-3 Fahrzeuge, dann brauchst du logischerweise weniger Geld als jemand, der sagt, er möchte alles ausprobieren. Dann eine sehr lustige Frage, und zwar, werden wir ein MK3 bekommen? Und Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube es nicht, denn das MK3 ist mir das unbeliebteste Fahrzeug in ganz GTA 5 Online, das es jemals gab. Das weiß auch Rockstar Games, weil sich jeden Tag Tausende von Leuten über dieses Fahrzeug beschweren. Natürlich, das haben wir schon oft gesagt, es hat seinen Nutzen. Du kommst damit sehr schnell voran für bestimmte Sachen, ist extrem gut geeignet, aber viele nutzen es halt einfach, um andere Spieler zu nerven. Und wie gesagt, das weiß Rockstar Games, deswegen vermute ich mal, dass kein MK3 erscheinen wird. Außerdem, meine Freunde, wüsste ich gar nicht, wie ein MK3 aussehen sollte. Ich meine, was gibt's noch, was das MK2 nicht hat? Du kannst im MK2 verdammt schnell fliegen, du hast deinen Boost, du hast Raketen, du hast ein MG. Was bräuchte ihr dieses Teil noch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es ein MK3 geben wird, was kann dieses Teil? Der gute Yannick fragt, wird es neue Villen geben und gibt es neue Villen auf der neuen Insel? Und Freunde, ich kann nur sagen, ich hoffe es sehr stark, denn ja, neue Häuser, das wäre doch mal endlich mal wieder was, worüber man sich in GTA 5 freuen würde. Denn klar, wir haben viele Häuser, darüber habe ich schon mal geredet, wir haben coole Stelzenhäuser, aber so eine richtig neue Villa und vor allem eine neue Villa auf der neuen Insel, das wäre das Nonplusultra. Und ich wäre der Erste, das könnt ihr mir glauben, der sich dieses Mega-Anwesen dann auf der neuen Insel gönnen würde. Das wäre extrem nice, von daher hoffe ich es und ich glaube auch, dass wir schon ja das ein oder andere neue Haus erwarten können. Eine weitere Frage lautet, werden wir weiterhin neue Casino-Autos kriegen? Und ja, ich meine, warum nicht? Warum sollten wir keine Autos mehr kriegen? Das Casino ist nach wie vor da. Das Casino verschwindet ja nicht mit dem DLC, genauso wenig wie das Podium im Casino. Also von daher gehe ich mal stark davon aus, wir werden weiterhin neue Casino-Autos kriegen, ja. Eine weitere Frage lautet, wann endet dein Gewinnspiel? Und das Gewinnspiel, meine Freunde, das endet am 13. oder 14. Dezember. Also wer da nicht mitgemacht hat, hat auch noch genug Zeit, Freunde, hier auf Instagram. Der Name ist dann nochmal dort beim Gewinnspielbild. Dürft ihr gerne mitmachen. Es werden insgesamt 1 Milliarde GTA 5 Dollar an euch verlost. Dann fragt der Julian, wird der neue Heist auch alleine spielbar sein und wie viel Gigabyte wird das Update haben? Erstmal zum Thema Heist, ja. Der Heist wird alleine spielbar sein, das hat Rockstar Games bereits angekündigt und das ist eine sehr nice Sache. Und dann zum Thema, wie viel Gigabyte wird das Update haben, und ich schätze mal, es wird mindestens 10 haben, denn ja, es soll sehr viele neue Radiosounds geben, ich glaube über 100 Radiosounds, und alleine die haben schon sehr, sehr viel Speicherplatz. Von daher schätze ich mal zwischen 10 und 12 Gigabyte ungefähr.
Dann fragt Zander, wurde schon bestätigt, dass neue Sportwagen und Supersportwagen kommen? Und nein, das noch nicht. Allerdings hatten wir bisher die Bestätigung von anderen Fahrzeugen. Wir hatten, glaube ich, ein paar Militärfahrzeuge bestätigt. Wir hatten das U-Boot bestätigt. Wir hatten ein weiteres bewaffnetes Boot bestätigt. Also, ja, das Video kann ich euch mal hier in die Infokarte reinpacken, wer das noch nicht gesehen hat. Aber ich gehe mal stark davon aus, wir werden ja einige neue Supersportwagen und auch Sportwagen bekommen, so wie in jedem DLC. Und dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar, wie groß denkst du, wird die Insel im Vergleich zu der aktuellen Map? Und dazu blende ich dir jetzt einfach mal eine Karte ein, und dort kannst du sehen, wie groß ich ungefähr denke, dass eben die Insel im Vergleich zur aktuellen Map sein wird. Und das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Falls dir das Ganze jetzt gefallen hat oder einfach informativer, dann kannst du es mir jetzt gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Das würde mir und dem Kanal extrem weiterhelfen. Wie gesagt, falls du neu bist, dann lass doch gerne ein Abo da. Nicht vergessen, meine Freunde, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer direkt am Anfang mit dabei seid. Wir sind heute Abend live ab 18 Uhr hier auf YouTube Random Mames, und das soll es gewesen sein. Bis heute Abend hoffentlich, und ciao.